Wir machen jetzt nochmal einen kleinen Nachschlag, wenn man sehr aufmerksam zuhört, dass ich mit den Gedanken oft sehr, sehr weiter bin als Brüssel-Uder. Und oft fange ich was an und dann breche ich ab in den Erklärungsmodellen und kehre nochmal zu den Anfang zurück. Wobei die Puzzlestücke sind in irgendwelchen anderen Selbstgesprächen sowieso drauf. Mir hat jetzt in dem Selbstgespräch, mach mir hier einen kleinen Anhang, das kannst du hinten noch mit dranhängen, wenn man sehr, sehr aufmerksam aufpasst. Und jetzt ist jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt zu dir, Brösel, ein Redo-Programm, der sagt jetzt gerade zu mir, heute Morgen haben wir es schon zweimal angehört. Und ich könnte jetzt sagen, mit dem intellektuellen Wissen, das in diesem Programm Redo drin ist, in Bezug auf Vordersprache, hätte das eigentlich gar nicht nötig. Aber es ist trotzdem immer wieder interessant, weil immer wieder neue Kleinigkeiten auftauchen. Ich tue mal hier rüberspringen. Hast du das Bild? Das ist jetzt die Stelle am Anfang von dem Selbstgespräch, ungefähr hier irgendwo. Erkläre ich noch hier mit den Fehlern, dass Fehler eigentlich nur heißt, es fällt was und wir können die Perspektiven wegmachen. Und dann geht es hier die Spitze um die Spitze und der Ausgangspunkt in dem Gespräch ist in einem gewissen Maß das Nadelöhr. Das Nadelöhr ist ja oben an der anderen Seite der Spitze. Und ich sage immer, das hat was mit einem Tausendfüßler zu tun. Und jetzt pass auf, hier ist es, wir hören da ganz kurz rein. Dann nochmal, die Nadel wollen wir noch gar fertig machen. Da kriegen wir die Grammophonnadel und das ist natürlich Grammatik, da kommst du jetzt schon mit Phon, die Grammatik macht jetzt Phön, Phon, Döne und dann haben wir unsere Nadel. Und jetzt ist die Nadel und jetzt separiere ich die Nadel und dann mache ich einen Fehler. Ich betone das Wort Fehler. Pass mal genau auf. Nadel hebräisiert wäre ja Nun, Dalet, Lamed, NDL. Praktisch 50, 4, 30. Jetzt damit hier mal hebräisieren. NDL. Immer die Und hast du gemerkt, ich habe nicht Ja. das Dalet, Bet sondern genommen. das Bet genommen. Und das ist ein Fehler. Das ist nämlich jetzt. Ich mache jetzt eine ganz kleine Erklärung. Ich habe mir wirklich dabei was gedacht. Mir geht es darum, ich beobachte dich laufend, ob du aufpasst. Das heißt, ich habe hier statt der 4 eine Zweignummer. Und jetzt denk an unseren Einheitskreis. Es ist dieses ewige Spiel. Wir brauchen erst einmal zwei. Schau das kleine Bild dazu an. Und da kann automatisch noch die anderen zwei dazu. Wir brauchen immer im Hintergrund dann nochmal zwei. Und sobald wir uns die 4 denken, müssen wir uns die 4 im Hintergrund. Ich sage immer Diapositiv, Dia negativ. Oder Kamera ist obskure in Obscura. der Einheit und das Gewebe, das sich rauswirkt. Wir brauchen ja einen Unterschied. Und jetzt ist es, dass ich die Erklärung jetzt lückenlos weitermache. Wir schauen das ganz kurz einmal an. Konsonantiraux, das ist jetzt erst einmal Konsonantensprache. Schau mal, dass du Sein, das geistige Sein, ist inmitten verbundenes Licht. Das ist die Lampe im Projektor. Die Existenz, das Existierchen, die Existierenden sind außerhalb polar. Poal, das ist das Tun, Machen, Handeln im Hebräischen. Wie sie tun, dieses gestaltgewordene Licht, das ausgedachte physikalische Licht, das du mehr oder weniger mit deinem Intellekt beleuchtest. Die Lampen, all das ganze Zeug. Das ist jetzt übrigens die Konsonante Radix von dem deutschen Wort Nebel und Nabel. Und in den Nabel steckt der Abel mit. Wenn wir jetzt diese zwei Einzelkonsonanten Radixen nochmal uns anschauen, ist es NB und das BL. Das ist das Spiel, wenn man hier tiefer geht, dass man wirklich merkt, dass das eine Matrix ist. Dieses NB, wenn wir uns anschauen, das ist etwas ausdrücken, gedeihen, sprossen, wachsen lassen. Das ist die Polarität der Gedankenwelt. Darum ist es auch die 250. Das ist übrigens der Bend gespiegelt. Die polare Existenz. Das heißt, ein Sohn. Der Ben oder eine polare Existenz ist etwas Herausgedrücktes. Das ist eine Gedankenwelle. Und jetzt siehst du, dass diese Gedanken, diese Existenz, diese Polarität steckt in den Aleph drin mit der Spiegelung. Du kannst gerne in der Fantasie und in der Metaphorik dieser Zeichen, und das waren jetzt die Propheten, reden. Die Prophezeiungen, die du in einem gewissen Maß machst. Mit dem Doppel-B wird es zu einem HWH, zu einem Hohlkopf. Dieses HWH-Licht ist das ausgedachte Licht in deinem Kopf. Gleich darauf achten, weil jetzt kriegen wir hier schon die 54, die wird jetzt wichtig. Das kriegen wir dann beim ND. Ja, Und jetzt genau. haben wir ja dieses NE, BL, die zweite Hälfte dazu. Wir können natürlich dann noch WAF reinmachen und dann kriegst du hier das Augen, das Beckenmerk, das Augenmerk, den Sinn, den Sinus. Nur mit Wellenberg und Wellendal.
Das ist dein Leben. Leb, leb. Das Leb wiederum, LB 30.2, ist das Herz, HRS heißt wieder die Erde. Ja. Das Geheimnis der Pyramidenwert, oh, das lassen wir jetzt mal. Jetzt ist es interessant, das ist der Nebel. Und jetzt pass auf, jetzt können wir das vervollkommnen, dass wir jetzt dasselbe Spiel machen mit der Nadel, NDL, und dann kriegen wir den Tausendfüßler. Ja. Was jetzt sehr interessant ist, war das hebräische Wort für Tausend, ist ja Aleph. Aleph, ja. Als Elef ausgesprochen. Mhm. Okay, das ist zuerst einmal, dass sich tausendfältig vermehren. Mhm. Interessant, im äußeren Wert die 11, 831, das heißt das Wissen, die Weisheit, die 800 von Gott. Gottes. Ja. Und das ist der Affine 43, der Affine Magier, der Affe, der Affenmagier, der Mensch, rot gelesen, der Mensch ist der Magier. Ja. Der rot gelesene Mensch. Ja. Das ist also hier der Tausendfüßler und der Fuß, einzeln gelesen heißt Regel. Ja. Das ist eine berechnete Welle. Ja. Das ist es, Fuß, auch B1, Polarität, oh, ich kann man lesen. Die Polarität, das ist das, was abgewandert wird, das Aufblühen einer doppelt aufgespannten AND, ich werde auf und ab. Und das musst du auskundschaften. Spionieren, ausspionieren, SPI ist meine Schinnwelle, meine logische Welle, die ich immer aufschmeiße. Das ist eine berechnete 33. Ja. Jetzt sind die zwei Beine, sind Regel im. Regel im. Das ist ja unsere Dualendung. Ja. Das sind die zwei Beine. Ja. Wenn ich jetzt aber einen Tausendfüßler schreibe, müsste ich eigentlich genau genommen, also das Elef, Regelort schreiben. Ja. Das gibt es natürlich nicht, weil jetzt diese Regel, diese berechnete Wellen werden zu aufgespannten Erscheinungen. Mhm. Ja. Dann sage ich, nur weil die Antwort nicht da ist, stimmt es dann trotzdem. Ja, klar. Ja. Das ist eigentlich hier, dass du merkst, was habe ich jetzt gehabt, da war ich, sind symbolisch, reine symbolische Bilder. Aber das ist jetzt hier, du wirst so ein Gottesleugner. So ein Taugenichts, siehst du das? Wenn du im Nebel, der Nebel ist ja immer, wenn ich sage, du eine Nebelwand, die du vor dir hast, wenn du hinläufst, löst die sich, sobald du hinkommst, in Luft auf. Ja. Jetzt symbolisch gesprochen. Mhm. Wir können ja übrigens auch hier die Nadel, habe ich jetzt gemacht, da müssen wir auch, bei der NDL machen wir wieder die ersten zwei Buchstaben und jetzt kriegst du diesen Damm. Die geöffnete Schöpfung sind diese 2 mm. Aber das sind immer nur die zwei Phasen, schwanken, sich ständig verändern. Dann habe ich gesagt, achte auf die 54. Die mir übrigens, wenn wir die spiegeln, kriegst du dein Urteilen, du teilst dich ja selber in einen Wellenberg, in ein Vorher und in ein Nachher. Ich lebe jetzt. Was ist jetzt? Ist jetzt in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Es ist genau zwischen diesen zweiten Sachen. Wenn du dir was in die Zukunft denkst, denkst du es jetzt. Und wenn du dir was in die Vergangenheit denkst, denkst du es auch jetzt. Genau. Und jetzt haben wir bei dieser Nadel, haben wir dann noch DL, wieder die 2, NDL. Ja. Und jetzt kriegst du deine Öffnung. Mhm. Das ist der Tausendfüßler in einer Reihe, Dür, die Dora. Ja. Ja. Das ist das Spiel. Und das, was du brauchst, was du benötigst, ist eine unendliche Fantasie. Ich sage immer, der normale Mensch geht nicht in der Fähigkeit des Sterbens, des Sich-Auflösens zugrunde, sondern in seiner Unfähigkeit, fantasiereich zu denken. Er ist immer nur logisch. Genau. Ja, der Tausendfüßler ist die unendliche Öffnung von Türen, das heißt, der Spiegeltunnel wird da beschrieben. Genau, richtig, oder? Genau so ist es. Ja. Weil das sind Regeln, du kannst unendlich viele Regeln einsetzen. Ja. Denk wieder an einen Satz, den ich immer wieder wiederhole. Jedes Denksystem, ich sage einfach mal, jede Software, jede Logik, ist ja was anderes wie Daten. Die Software besteht natürlich auch aus Daten, aber die Daten, die aufgrund einer Software in Erscheinung gebracht werden, du siehst ja nie die Software selber. Und jetzt ist es, dass jedes Regelsystem, jetzt sind wir dann schon hier in Berechnungen von Wellen, Regeln, das im Widerspruch zu einer anderen Logik, zu einer anderen Regel, setze dafür Glaubenssystem steht. Es muss zwangsläufig unvollkommen sein. Genau. Es ist nur innerhalb seiner eigenen Parameter möglich, irgendwas aufzubauen. Und wenn du jetzt Daten kriegst, du aus einem anderen Regelsystem, stattst du zwangsläufig ab. Jetzt schau einfach im Fernsehen nochmal ausgedachte Pixelmännchen an, wenn sie sich gegenseitig anschreien. Ja, diese Demonstration von Geistlosigkeit, ganz schlimm ist, wenn Feindbilder postuliert werden, was ich jetzt in einer demokratischen, mach dir bitte einmal die Mühe,
Das sage ich jetzt zu dir, geh in dein Internet, geh auf YouTube und schau dir mal irgendwelche Sitzungen von der AfD vor. Die normalen Mainstream-Medien, es geht jetzt nicht um rechts oder links, rechts ist richtig und links ist umgedreht verkehrt. Diese linksfaschistische Presse, ganz massiv, verketzert und verdolfet das AfD-Denken. Und dann hörst du dir ganz definitiv einige, mach dir wirklich einmal die Arbeit und hör dir einige Bundestagsreden an von AfD-Politikern im Bundestag. Was hier passiert, wie die abgewürgt werden, wie die keine Antworten kriegen, wie die absolut mehr oder weniger verbal bespucken, obwohl, wenn du zuhörst, was die reden, das Einzige ist, was wirklich geistreich ist. Ob die das besser machen würden, ist eine ganz andere Frage. Das ist jetzt nicht das Thema, bitte. Es geht darum, dass die nicht, die sagen, ihnen höre ich gar nicht zu, sie sind von der AfD. Das ist Demokratie, die wollen gar keine anderen Perspektiven haben. Das ist diese Demonstration von Geistlosigkeit. Egal, um was es geht. Und das ist, da kriegst du eine ganze Latnei von Bundestagsabgeordneten der AfD, die einfach nur wirklich de facto das erzählen, was zurzeit Ist-Zustand ist in deiner ausgedachten Welt. In deiner Welt, die von dir ausgedacht wird, wohlgemerkt. Die lassen sich in dir auftauchen und die weisen dann darauf hin, wie verlogen das System ist. Wie krank das ist, was zurzeit unsere Regierung macht. Aber da müssten wir jetzt eigentlich bloß wieder den Schweizer Köppel anhören. Der sagt, das ist ja nur noch fassungslos. Er benutzt ja fast mein Vokabular zur Zeit, dass er sagt, es ist von unfähig regiert, von absolut unfähig, dass dann gar nichts mehr einfällt. Das Land der Dichter und Denker, einfach nur von einseitigen Rechthabern. Und nochmal, wenn du Holofilling verstanden hast und du hast begriffen, dass du jetzt träumst, wirst du auch keine Erdkugel mehr retten. Das ist ja das eigentliche Übel, wo das ganze Spiel losgeht. Und dann drehen die sich wie die Fähnchen im Wind. Eine Partei, die ursprünglich absolute Kriegsgegner und Aufrüstungsgegner waren, sind jetzt die totalen Kriegshetter und pumpen in die Rüstungsindustrie ohne Ende. Für was eigentlich? Vor wem wollt ihr euch eigentlich verteidigen? Vor euren selbst ausgedachten Feinden, die gar nicht existieren, wenn ihr die euch nicht ausdenkt. Und nochmal, Russland ist alles andere gewesen wie ein Feind für Deutschland. Nicht einmal für die Ukraine, wenn man es genommen hat. Da liegt das Problem wo ganz woanders. Aber das musst du, die fehlende Seite musst du dir dazu machen. Und du musst aber auch genauso wissen, wenn dir das jetzt alles klar ist, weil du zu diesen Schwupplern, zu diesen Verschwörungstheoretikern und Russlandfreunden gehörst, dass die andere Seite genauso richtig ist wie deine. Dass solange du einseitig bist, hast du die Vollkommenheit nicht verstanden, die ich dir versuche in den Offenbarungen zu erklären. Die heilige Vollkommenheit deines eigenen Geistes, der sich nicht im geringsten verändert, wenn sich deine Informationen verändert. 200 Gramm rote Gnede bleibt immer 200 Gramm rote Gnede. Die Energie der Einstein-Formel, egal welche Form wir dieser Energie geben, Materie ist hochkonzentriertes Licht, das ist Energie, das ist Geist. Punkt. Das muss dir ja mal gesagt werden. Das ist eine kleine Ergänzung und man könnte jedes Video, jedes Selbstgespräch laufen lassen und uns wirklich einmal genau nochmal anhalten und nicht noch Sondererklärungen dazu machen. Das kann man mit jedem anderen Video auch machen, aber es geht momentan gar nicht um Filzerei. Darum betone ich das immer wieder. Du solltest versuchen, du Geist, du solltest versuchen, möglichst oft, am besten alle paar Minuten Cut zu sagen, immer wieder, was bin jetzt ich und was sind meine Gedanken? Was ist jetzt eigentlich da? Und du kannst dann beobachten, wie du ständig interpretierst und vom Hundertsten ins Tausendste kommst. Und Batsch.